Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch eine kleine, schnelle Verpackung zeigen für Tee. Die sieht so aus. Gesehen habe ich das bei Tinas Kreativbox. Eine uralte Anleitung. Und die wollte ich jetzt nochmal wieder aufgreifen mit ganz neuem Papier. Dann gibt es auch noch zu diesem tollen Papier den passenden Tee. Besser geht nicht, finde ich. Ein wunderschönes Mitbringsel. Wir wollen das mal schnell basteln. Und zwar brauchen wir dafür Farbkarton. In 12 cm mal 8 cm. Der wird gefalzt auf allen Seiten bei 2,5 cm. So, und dann schneiden wir ein. Hier. Ich schräge dann ab, das ist die Lasche. Aber das kennt ihr wahrscheinlich schon, wie man eine Box zuschneidet und zusammenklebt. Hier wird eingeschnitten. Und wieder abgeschrägt. Sonst kann es sein, dass nachher die Lasche so ein bisschen vorguckt. Das ist dann nicht so schön. Auf der gegenüberliegenden Seite dann auch. Einschneiden, abschrägen. Und hier nochmal. Dann wird gefalzt. Und zusammengeklebt. So, hätten wir schon mal unser Innenteil. Dann brauchen wir die Hülle. Und zwar brauchen wir dafür Farbkarton in 23,1 cm mal 7,1 cm. Und es wird wieder gefalzt. Bei 8,5 cm. Bei 11,6 cm und bei 20,1 cm. Mal falzen.
Dann möchte ich die Ecken hier abrunden. Dafür hatten wir mal einen Eckenabrunder. Das war die Trio-Stanze dekorative Details. Vielleicht habt ihr die noch. Ansonsten einen beliebigen Eckenabrunder. Das auf der Seite mit dem kurzen Abstand außen. Das Ganze wird dann so zusammengesetzt mit Magneten gleich. Und jetzt wird noch ein bisschen dekoriert. Jetzt kommt das Designerpapier ins Spiel. Das ist noch nicht gibt. Das ist noch nicht gibt. Jetzt kommt das Designerpapier ins Spiel. Das ist noch nicht gibt. Erst ab Frühjahr. Das heißt Honigsüß. Und wir können schon mal uns das anschauen. Das sieht dann so aus. Also richtig schön fröhlich, frühlingshaft. Das kann man dann auch für Valentinstag benutzen. Unheimlich schön, finde ich. Jetzt habe ich diesen Bogen mir ausgesucht. Und ich brauche zwei Stückchen mit 8 cm mal 6,6 cm und eins mit 2,5 mal 6,6 cm. Wenn ich auf die Laufrichtung achten muss, dann lege ich mir das bei 6,6 hier oben an. Es guckt mich hier an, das Papier. 6,6. Und ich schneide ab bei 8,5 cm. Dann 2,5 cm. Und nochmal 8,5 cm. Ein Teil ist für die Rückseite und zwei Teile sind für vorne. Dabei sollte man dann darauf achten, dass das kurze Stück über dem längeren liegt. Das kommt hier drauf und das hier oben. Das heißt, wir runden nochmal die Ecken ab. Und zwar unten dann. So. Jetzt nehme ich mir zwei Magnete. Und klebe mir einen hier an. Und den anderen, den möchte ich von oben draufsetzen. Der soll ja verdeckt werden mit dem Designerpapier. Also halte ich das zusammen. Und so wäre es richtig. Dann kann ich direkt mein Designerpapier aufkleben. Dann hätte ich einen Magneten schon mal versteckt. Und hier klebe ich das noch ein Stückchen Designerpapier auf. Ich hatte, glaube ich, gesagt 8,5 cm. Es sind aber nur 8 cm in der Höhe. Ich werde das in der Beschriftung, im Text nochmal
richtig reinschreiben. Das klebe ich auf die Rückwand. Also 8 cm mal 6,6 cm. Und dann klebe ich mein Kästchen ein. Einfach auf den Boden ein bisschen Klebe auftragen und reinsetzen. Jumbo kann man schön hin und her schieben. Wunderbar. Dann kommt noch mein Tee rein. So, dann bringe ich noch ein Etikett an. Da gibt es auch ein Stempelset dazu und übrigens auch eine Stanze. Das sieht dann so aus. Die Stanze brauche ich jetzt diesmal nicht. Aber das Stempelset. Ich nehme jetzt für eine fleißige Biene. Da nehme ich Memento in Schwarz. Die Stanze heißt Hexagone von Herzen und das stellt sich so rum aus. Wie ihr seht, habe ich das Etikett so ein bisschen verändert, ein bisschen verkleinert. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten mit dieser Stanze. Man muss sich nicht an diese Größe halten. Eine Idee habe ich euch damit schon mal mitgegeben. Das wird jetzt aufgeklebt mit Dimensionals. Und wer möchte, kann auch noch ein Bändchen anbringen. Dieses Bändchen gehört auch zu der Produktserie. Das ist in der Farbe Sommersorbet dann. Könnte man so da hinterkleben, so vielleicht.
So könnte man das machen. Aber es fehlt immer noch ein i-Tüpfelchen. Und zwar gibt es dazu auch noch diese kleinen Blüten und Herzen. Das heißt dann, genau, selbstklebende Herzen und Blüten. Und dann nehmen wir jetzt ein rosa Herzchen. Das wäre meine kleine Verpackung. Unheimlich schnell gemacht eigentlich. Und ihr könnt das jetzt nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten findet ihr im Abspann und auf meinem Blog www.stempelpunkt.com. Und wenn ihr die Produkte bestellen wollt, könnt ihr das auch über mich machen. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und mache das gerne für euch. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!